Abi 221, Hilfsmittelteil, also Teil mit Hilfsmitteln, jetzt die erste Matrizenaufgabe. Also wir haben hier den Klassiker aus Rohstoffen über Zwischenprodukte werden Endprodukte gefertigt. Wir haben hier sozusagen von Roh auf Endprodukte, also die Matrix C gegeben. Und hier haben wir so indirekt sozusagen Teile der Matrix A von Roh auf Zwischen und Teile der Matrix B von Zwischen auf End. Erstmal den Wert 5 in der Tabelle interpretieren. Der steht hier. In der Spalte steht ja, für ein E2 brauche ich 5 R1, ne? 4 R2, 6 R3. Also ich brauche für ein Endprodukt 2, 5 Einheiten Rohstoffe. So, berechnen Sie, wie viele Rohstoffe benötigt werden, um 10 Mengeneinheiten der Endprodukte zu produzieren. Also da wir ja schon die Matrix C haben, ist das ja eine einfache Rechnung. Wir können einfach im Prinzip die Rohstoff-Endprodukt-Matrix mal unsere 10 Endprodukte nehmen und kommen auf die 140, 110, 140. Einfach, glaube ich, ne? Also wie komme ich auf die 140? 7 mal 10 plus 5 mal 10 plus 2 mal 10. Okay, so, dann nächste. Ermitteln Sie die Werte A und B im Verflechtungsdiagramm. Also hier und hier. Also da geht es jetzt rein um sozusagen die Verflechtung. Jetzt wird nichts produziert oder sowas. Ja, da müsst ihr einfach die Gleichung kennen. A mal B ergibt C. Steht ja auch in der Merkhilfe drin. Jetzt stelle ich halt eben A auf und B auf, multipliziere sie C. Die erste Spalte der Matrix A, da steht natürlich spaltenweise drin. Alles, wie viel brauche ich für eine Einheit Z1? A, dann steht drunter, müsste drunter stehen 0, weil ich brauche keine Einheiten von R2 und zwei Einheiten von R3. Ja, so auf diese Art macht man das A02. Oder noch ein Beispiel, keine Ahnung, in der Matrix B, die mittlere Spalte, brauche ich 2, 1, 1. Ja, also so sozusagen bekommt man auf diese Matrizen 2, 1, 1, wo ist sie? Hier. So. Und dann braucht man halt einfach die Gleichung A mal B gleich C. Matrix A, Matrix B, Matrix C. Und dann muss man sozusagen, das habt ihr ganz klassische Aufgabe, habt ihr in der Abi-Aufgabensammlung mehrmals drin. Dann wird halt multipliziert, die zwei hier zusammen. Also zum Beispiel A mal 1 plus 3 mal 2 plus 0 mal 0 gibt A plus 6. Ja, so jeden einzelnen Eintrag. Und dann müsst ihr halt die Werte für A und B rauskriegen. Ne? Hier sieht man zum Beispiel schon, A sollte den Wert 1 haben. Und wenn er dann in Gedanken hier eine 1 einsetzt, dann und ihr wollt auf 4 kommen, dann ist B der Wert 3. Wichtig, dass ihr in den anderen auch noch die Probe macht. Das passt dann wirklich immer für A gleich 1 und B gleich 3. Geht auch noch, glaube ich, oder? Also relativ einfach. Auf 1.3. Jetzt wird zum ersten Mal produziert, oder ne, hier oben ja eigentlich auch schon. Wir haben zwar noch im Lager so viel Rohstoffe, aber 50 sollen bleiben, das heißt, wir dürfen nicht alles verbrauchen. Wie viel dürfen wir denn verbrauchen? Einfach von jedem 50 abziehen. Ne? Von dem ersten sind es dann halt 295 und so weiter. Und sollen 25 Mengeneinheiten von E2 hergestellt werden. Also wieder der Zusammenhang von Roh auf Endprodukte. Genau, C mal P gleich R. So, C haben wir gegeben. Hier. Das sind diese Rohstoffe, die ich verbrauchen darf. Also das, was da ist, minus 50 jeweils. 25 soll hergestellt werden vom zweiten. Und die beiden weiß ich eben nicht. Auch eine Standardaufgabe. Dann wird halt hier jetzt multipliziert. 7x plus 5 mal 25 plus 2 mal y. Der Eintrag soll dann gleich 295 sein. Das macht er genauso bei den anderen Einträgen. Einfach bitte auf Pause drücken, wenn ich jetzt zu schnell bin, ja? Sorry. Und dann habt ihr im Prinzip einfach drei Gleichungen für zwei Unbekannte. Das heißt, ich habe es jetzt so gemacht, dass wir einfach die ersten beiden genommen haben. Diese Gleichung hier und diese. Und dann zum Beispiel LGS-mäßig die erste minus 2 mal die zweite. Ne? Also wenn ich 7 minus 2 mal 6, also minus 12 gibt minus 5 und 2y minus 2y gibt 0, 170 minus 2 mal 135 gibt. Minus 100, dann habe ich x gleich 20, y gleich 15,
Mach eine Probe mit der weggelassenen Zeile. Passt. 1.4. So, jetzt wird ein Auftrag erteilt. Ich weiß auch ganz genau, was alles kostet. KV, variablen Herstellkosten sind drin und die Fixkosten. Und die, na, also erstmal Stopp, dann kann ich doch komplett ausrechnen, was die Sache kostet hier, ne? Ohne jetzt mal genau auf die Aufgabe zu gucken, ne? Die variablen Stückkosten mal die Mengen plus die Fixkosten sind 2000. Also ich habe jetzt 2000 Euro an Kosten. So. Dann, ich möchte einen Gewinn von 10% der Gesamtkosten haben, ne? Also 2000 Euro Kosten, 10% 200. Das heißt, ich möchte einen Erlös dann, einen Umsatz von 2200 machen, dann habe ich einen Gewinn von 200. So, und jetzt, was muss ich eigentlich berechnen? Die Preise. Die sollen eben so sein, dass ich bei der Menge einen Erlös mache von 2200. Aber noch eine Info, die Preise sollen im gleichen Verhältnis wie die variablen Herstellkosten sein. Das ist jetzt die schwierigste dabei. Ne? Also ich kann jetzt schon mal klar sagen hier, dass praktisch die Preise mal die Mengen sollen 2200 geben. Ne? Das müsst ihr jetzt nicht mal als Matrizen schreiben. Aber ich kann eben die Preise nicht frei wählen, keine Ahnung, nicht Preis 1, Preis 2, Preis 3, weil die Preise sollen in dem Verhältnis sein. Und dann, was bedeutet Verhältnis? Ne? Guckt euch doch mal die Werte an. 15, 30, also das hier ist das Doppelte von dem und das hier ist das Dreifache von dem. Ne? Dann kann ich doch sagen, das ist jetzt zum Beispiel U2 ist jetzt in der Lösung, dann ist das 2U2 und das 3U2. Ja, so kommt man sozusagen auf den Zusammenhang. Ne? Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn ich jetzt hier drei verschiedene Buchstaben hätte oder so, dann da gibt es ganz viele verschiedene Preise, sodass ich auf einen Erlös von 2200 komme. Und jetzt habe ich hier dreimal das Gleiche, dann kann ich eben multiplizieren und komme auf U2 gleich 22, dann weiß ich, der Preis für das mittlere Gut ist 22 Euro und dann haben wir hier 44 und hier 66. Okay, wenn er das hier nicht rauskriegt, ich denke, der Rest von der Aufgabe war Standard, dann habt ihr halt von den 15 Punkten plus 13.